Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Mai. Ja. Die Mai. Was war da der Hintergrund? Also meine letzten Sachen, die ich noch von ihr weiß. Sie hat sich doch verabschiedet nach Corona, nachdem sie da so schön Impfwerbung gemacht hat. Und das ist natürlich die Wissenschaft, die sagt, lasst euch impfen und so weiter und so fort. Die Maske hilft. Dann hat sie nicht irgendwie im Fernsehen so ein Abendprogramm bekommen, wo sie dann Science is Minds gemacht hat. Habe ich aber nie wieder was von gehört. Wahrscheinlich läuft das nicht. Jetzt ist sie zurück mit dem Statement auf YouTube. Genau. War die nicht mal noch zwischendurch Mami? Ich glaube, das war noch zu YouTube-Zeiten. Dann schauen wir mal rein. Mhm. Olaf Scholz. Friedrich Merz. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Surprise! Freunde der Sonne, hiermit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Hättet ihr mich heute erwartet, hättet ihr Kuchen gemacht oder wenigstens Tee. Und Tee könnt ihr euch auf jeden Fall machen, also holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich, wir steigen durch. Aber das hier ist kein MyLab-Video. Die Zusammenarbeit mit Funk ist seit dem letzten Video beendet. Funk hat dieses Video weder bezahlt, noch war Funk inhaltlich involviert. Ich spreche in diesem Video für mich. Und es geht ausnahmsweise auch nicht um Wissenschaft, sondern um Politik. So wie es ist, geht es nicht weiter. Und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an. Aber fangen wir erstmal mit was Positivem an. Bei solchen Bildern tut es richtig gut zu sehen, dass unsere Demokratie alive and well ist. Dass Hunderttausende... Unsere Demokratie. Was denn sonst? Ich hätte es irgendwie so gesagt, also dieses Video ist nicht von Funk. Beim anderen haben sie mir Wörter in den Mund gelegt, was ich habe sagen sollen. Diesmal nicht mehr. Auf die Straße gehen, weil sie Demokratie nicht für selbstverständlich halten, sondern sie verteidigen. Und das Schöne ist, all diese Menschen, die haben garantiert verschiedene Meinungen und Streitpunkte und verschiedene politische Ansichten, aber uns vereint ein kleinster gemeinsamer Nenner, ein kleinster gemeinsamer Konsens, wie zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar oder alle Menschen sind frei und gleich. Hast du gemerkt, wie es jetzt auf die Fühlis geht? Die Musik hat sich geändert. Die Musik wurde jetzt so traurig, so melancholisch und jetzt wird die Menschenwürde vorangestellt. Gleich an Rechten und Würde geboren. Und es ist wichtig, dass es solche kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, die nicht zur Debatte stehen und die wir verteidigen, wenn sie jemand angreift oder in Frage stellt. Und trotzdem, ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Allein schon, weil es zunehmend schwieriger wird, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden. Stattdessen haben wir eine Informationskrise. Informationskrise heißt, nicht das, was am wichtigsten oder informativsten ist, kriegt die meiste Aufmerksamkeit, sondern das, was am meisten empört oder emotionalisiert. Informationskrise heißt, wir haben einen Überfluss an Informationen. Wir versinken förmlich darin. Sie hat doch gerade gesagt, sie findet es wichtig, dass man auch nicht diesen kleinsten irgendwie Ruck oder die kleinste Unstimmigkeit hinnimmt. Aber damals, weißt du, man durfte nicht mal mehr auf die Straße gehen, montags. Das war nicht in Ordnung. Aber ein Aufstuhl, genau. Wann war die cool? 2019 war die cool? Echt? Ja, doch. Ich fand die, glaube ich, auch mal cool. Hm. Sie macht es ja auch so locker und jung und alles. Aber wenn man halt so ein bisschen hinter die Fassade blickt und auf den Inhalt achtet, merkt man, dass da nur Ideologie dahinter ist. Sind widersprüchlich und es gibt Streits, Kämpfe, Zerspaltungen, nicht nur, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, sondern weil wir unterschiedliche Informationen haben, weil wir in unterschiedlichen Realitäten leben. Informationskrise heißt, wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und das trägt bei zu einer Diskussionsklimakrise. Das Diskussionsklima... Was hat jetzt Klima damit zu tun? Das ist irgendwie... Kann das sein, dass das gerne unterschiedlich da reingemacht wird? Glaubst du, sie kommt noch mit Beispielen? Weiß nicht. Also als ob wir, also es klingt jetzt ja wirklich so, als ob die, ich schätze es mal, die AfDler überhaupt nicht in der richtigen Realität leben. Du kannst ja die Realität nicht leugnen, oder? Ach, scheinbar schon. Es funktioniert ganz gut bei ziemlich vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Ja, also sie versucht sich gerade ein bisschen objektiv auszudrücken. Also zu dem letzten Abschnitt ist es ihr jetzt auch gelungen, am Anfang nicht so. Schauen wir mal. Ist katastrophal. Schwarz-weiß, unterkomplex, unsachlich, aufgeregt, voller Scheinargumente und Beleidigungen. Und diese beiden Krisen, die Informationskrise und die Diskussionsklimakrise, wirken wie Katalysatoren für alle anderen Krisen. Jetzt mal ehrlich, egal wann ich versucht habe, mit einem politisch anders denkenden Menschen zu kommunizieren und dem ein bisschen was aufzuzeigen, wie ich die Welt sehe und wo er vielleicht falsch liegen könnte, rennen die Leute weg, sie unterbrechen nicht ständig. Sie sagen, das ist aber rechts, das ist aber das. Es wird nicht über das Thema an sich gesprochen, sondern immer gleich irgendwie abgebügelt mit irgendeiner
dummen Ausrede. Da haben wir im letzten Stream auch wieder so einen NPC gesehen, der ist auch rumgelaufen mit AfDler töten oder Nazis töten. Hm. Und da hat auch irgendeine Frau, die vorbeigelaufen ist, halt gefragt, ja, wie meinen Sie das denn? Wollen Sie Menschen töten? Und er konnte sich dann auch nicht verargumentieren, wie das gemeint ist, und hat dann gleich gesagt, ah, Sie sind von der Presse oder von der AfD, mit Ihnen rede ich nicht. Genau, sowas. Bestes Beispiel. Ja. Apropos Diskussionsklima, was sie hier jetzt gerade anspricht. Heißt, die Klimakrise oder Rechtsextremismus in Europa, in Deutschland, der Angriffskrieg auf die Ukraine, Nahostkrieg, jede beliebige Krise wird durch die Informations- und Diskussionsklimakrise um ein Vielfaches verstärkt. Und wer ist schuld daran? Friedrich Merz. Stopp, würde ich jetzt sagen, wenn ich so outlandish Shit behaupten würde wie Friedrich Merz. Nee, man kann natürlich stundenlang jetzt erörtern, wer oder was schuld daran ist. Ach, populistische stopp. Politiker sind... Medien. Medien stellen ja wirklich bei allem Thema, sind sie ja auf einer Seite eigentlich, bei allem, was so ein bisschen kritischer ist, und geben dir quasi vor, was die richtige Meinung ist. Dadurch werden halt alle, die eine andere Meinung haben, von den Leuten direkt gecancelt. Die Medien sind schuld. Framing und solche Sachen auch, ne? Amtssprache ist Deutsch, genau. Sprich Deutsch, du. Sind auf jeden Fall ein Teil des Problems. Auch Medien tragen dazu bei, weil oft das, was am meisten geklickt wird, besonders empörend oder emotionalisierend ist. Wir alle tragen natürlich dazu bei, weil wir uns so schön empören und weil wir klicken und verbreiten. Algorithmen tragen dazu bei und vieles mehr. Also es ist sehr komplex und es ist nicht schwarz-weiß. Der Kampf gegen die Informations- und Diskussionsklimakrise ist alles andere als einfach und straightforward. Es ist kompliziert. Aber eine Sache würde es zumindest ganz klar besser machen, oder genau genommen zwei Sachen, und zwar in unserer Regierung. Die Regierung eines demokratischen Landes braucht erstens Mut in der Kommunikation von Problemen und Krisen. Und zweitens... Ja, auch das ist nicht vorhanden. Ja, das stimmt. Kritisiert sie jetzt gerade die Regierung? Ich weiß nicht so recht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade einordnen soll alles. Ja, ja, ja. Sachlichkeit. Erstmal zur Sachlichkeit. Und damit meine ich auch Wissenschaftlichkeit. Ja, Wissenschaftlichkeit in der Politik. Und Achtung, ich sage nicht, dass man politische Entscheidungen allein auf der Basis von Fakten und Wissenschaft treffen sollte. Weil man das auch gar nicht kann. Das geht natürlich gar nicht. Physik, da zählen nur die Naturgesetze. In der Politik, da zählen natürlich viele andere Sachen. Wirtschaft, Moral, Ethik, Werte, ganz pragmatische Sachen wie Umsetzbarkeit, Durchsetzbarkeit und vieles mehr. Und wegen dieser vielfältigen Faktoren sind politische Abwägungen schwierig. Darum hatte ich Politiker bisher auch nie beneidet. Und da ist es doch ein Luxus, wenn man wenigstens einen Faktor hat, wo es objektive Evidenz gibt. Und den sollten wir doch dann einfach als kleinste gemeinsame Wirklichkeit festhalten und abhaken, darüber auch nicht mehr streiten, sondern nur noch um alles andere streiten. Ja, kommt jetzt was oder nicht? Ich war das die ganze Zeit. Genau, warte, die Aussage, die habe ich jetzt schon als extrem kritisch auf X gesehen. Also was sie quasi sagt, es gibt ja die Wissenschaft, die ist zum Zeitpunkt X dann einfach abgehakt, ne? Weil es gibt ja niemals neue Erkenntnisse. Es gibt ja auch nur diese eine Studie, die irgendein Ergebnis hat. Das heißt, bitte lasst uns doch nicht mehr über die Themen diskutieren, die ja, wo die Wissenschaft sagt, das ist der Konsens. Da soll man nie wieder drüber sprechen. Das soll man bitte nicht mehr diskutieren, das ist dann einfach so. Klingt sehr wissenschaftlich. Doch was stattdessen passiert ist, dass selbst solider wissenschaftlicher Konsens immer wieder in Frage gestellt wird oder verzerrt wird von den Grünen mit ihrer Homöopathie-Liebe und ihrem grüne Gentechnik-Hass bis zur FDP mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologie. Was passiert hier gerade? Das ist doch Satire. Den Punkt aus dem Wahlprogramm der Grünen mit Gentechnik finde ich jetzt interessant, dass sie den genommen hat, weil von dem Punkt hörst du ja gar nichts. Die Grünen machen ja, also ich bekomme nichts mit in die Richtung. Du kriegst nur Klima, Klima, Klima. Ja, immer die gleichen Themen wieder. FDP mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologieoffenheit. Und jetzt zur Kommunikation. Erstmal, Kommunikation ist ein sehr wichtiger Teil der politischen Arbeit. Olaf Scholz. Und es gibt manchmal Bad News. Es gibt sogar oft Bad News. Beispiel Klimakrise. Die ist jetzt mit viel Anstrengung verbunden. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gute politische Führung braucht in solchen Fällen Mut. Und muss halt auch mal... Was war denn das für ein Halbsatz mit der Klimakrise? Das klang ich habe den nicht mal mitbekommen. Doch, das ist, beispielsweise mit der Klimakrise. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. War so eingeschoben. Also sie versucht gerade alle so ein bisschen von allen Rändern so zu fischen. Ja. Okay. Das klang gerade so indoktrinierend eingeschoben. So ja, gut. Nebenbei wiederholen.
Damit es war. Aber du kannst ja auch in 8 Minuten jetzt nicht irgendwie auf ganz viele Themen eingehen. Deswegen. Die hat ja mehr Themen als hier die Neujahrsansprache, ne? Ja. Ja, sie versucht alles einmal anzuschneiden. Ja. Absteppen und Verantwortung übernehmen und klare Ansagen machen und es auch mal aushalten, nicht das zu erzählen, was die Wähler erstmal hören wollen. Und oft ist es ja so, dass genau das, was jetzt doof ist oder wehtut, genau das ist, was für die Zukunft am besten ist. Aber diese Zukunft liegt oft weiter weg als die nächste Wahl. Und alle sind dazu verleitet, erstmal nur bis zur nächsten Wahl und damit kurzfristig zu denken. Ja, das kritisieren wir doch auch immer wieder. Ja, ich glaube, sie will halt auf das Klimathema raus. Wir wollen halt auf das Familienthema raus. Alle anderen Themen. Ja, ich finde es ganz schlimm. Ich denglische ja auch ganz viel. Aber das ist schon next level. Das hast du wunderschön gesagt. Und die Wähler nur kurzfristig für sich zu gewinnen, indem sie ihnen erstmal das erzählen, was sie jetzt hören wollen. Und ich kenne ja das Problem, da sind sich Politik und Journalismus ja ähnlich. Wir sind davon abhängig, Menschen für uns zu gewinnen. Das verleitet dazu, Beliebtheit über Korrektheit zu stellen oder zuzuspitzen und zu emotionalisieren, statt sachlich und differenziert zu bleiben. Und trotz dieser falschen Anreize ist es meine persönliche Erfahrung, dass Sachlichkeit funktionieren kann und dass auch schonungslose Bad News nicht automatisch... Sie macht hier Werbung für schonungslos? Ja, diese soll einmal alle schonungslos folgen. Ich poste gleich mal den Kanal rein. Diese Sachlichkeit, das ist ja das, was eigentlich bei den Rechten gegeben ist, ne? Wir versuchen mit Fakten zu argumentieren und die kommen immer mit Fühlis. Fühli. Also das ist schon ein ganz schön verschobenes Weltbild, was sie da hat. Aber irgendwie hat sie jetzt in den 6 Minuten 16 nichts wirklich ausgesagt. Gar nichts, nee. Haben wir schon irgendwas gelernt? Also ich irgendwie noch nicht so ganz. Also ich habe jetzt gerade gelernt, sie sagt ja, da sind sich die Politik und wir Journalisten einig. Also mir ist neu, dass sie Journalist ist. Ich dachte, sie wäre Wissenschaftlerin. Sie ist irgendwie alles. Perfekt. Allround-Talent. Unbeliebt machen. Ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit. Aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert, liebe Regierung. Nach der Anfangs-Ampel-Euphorie, wo es schien, jetzt können Wirtschaft, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz vereint werden, scheinen jetzt nur noch lähmende Streitereien übrig zu sein. Die Ampel kann sich auf nichts einigen und die Opposition... Also dazu müsste man ein eigenes Video machen. Also auch zur Ampel. Über vieles müsste man noch konkreter reden. Und das Tragische ist, ich glaube, auch in Berlin gibt es eine vernünftige Mehrheit. Ich habe in den letzten Monaten mit sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche geführt. Und für alle gewissenhaft arbeitenden Politiker ist es genauso frustrierend, dass grober Populismus viel leichter Aufmerksamkeit bekommt als sachliche Inhalte. Aber liebe Regierung. Da hätte ich jetzt auch gerne ein Beispiel. Was meint sie mit grobem Populismus? Alles, was von der Opposition kommt? Ja, klar. Also der rechten Opposition. Ja, ich glaube, die CDU ist für sie ja auch schon rechts, oder? Naja, von der Linken kommt halt nichts. Ihr müsst dagegenhalten mit Selbstbewusstsein und dem Vertrauen in uns, die vernünftige Mehrheit. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit, wir haben keinen Bock mehr. Und das bringt uns zum eigentlichen Grund für dieses Video. Denn wie sagt man so schön... Wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Klar, meine Kompetenz. Das war jetzt so gut. Ich finde es auch immer wieder krass, wie sie dies mit der vernünftigen Mehrheit hervorhebt. Die da suggerieren, dass es mehr Leute wären. Ja, die sind einfach, die sind nicht vernünftig, die sind halt NPCs, die das machen, was die Medien wollen. Es ist Wissenschaft und wie gesagt, mit Wissenschaft alleine kann man noch keine Politik machen. Aber erstens... Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Und zweitens, ich bin natürlich nicht allein. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe mit sehr vielen, sehr klugen und erfahrenen Menschen geredet. Ich habe ein, wie ich finde, sehr starkes Team aufgebaut. Und ich habe meine Zeit... Oh nein, Grüne sind eine Partei. Also ich habe jetzt auch rausgehört, sie geht in die Politik. Frage ist natürlich, wohin? Sie hat auch gerade gesagt, sie sieht sich als Außenstehende, die von außen einen neutralen Blick mit reinbringt. Das würde ich mal ganz stark verneinen. Wir können ja mal nachher überlegen, welche Partei sie am besten reinpassen würde. Was würdest du sagen? Grüne. Weiter links gesehen. Was kommt denn da? Linke? Ja, oder BSW. Der Linke ist ja auf dem absteigenden Ast. Ja, BSW wäre ja interessant. Links wird sie nicht gehen, die sind auf dem absteigenden Ast. Das wäre dumm, wenn sie das macht. Das weiß er, glaube ich, selber. Aber ja. BSW. Stimmt. Mhm, interessant. Vor allem damit verbracht,
mich weiterzubilden und sehr fleißig zu lernen und zu arbeiten. Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal vage bleiben, denn auch wenn das hier kein MyLab-Video ist, sind wir trotz auf einer Plattform, die zuletzt durch und mit Funk groß geworden ist. Und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht für Parteipolitik nutzen. Ihr wisst, auf welchen Plattformen ihr mich sonst auch findet. Und ich freue mich schon sehr drauf, euch bald Konkreteres sagen zu können. Aber ich wollte euch erstmal hier abholen, denn bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen, nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft. Und ich glaube. Jetzt kommt nur noch Blödsinn, oder? Ja, ist das jetzt das Neue? Also ist das so eine bisschen Amerikanisierung, dass jetzt Influencer, also Leute, die eigentlich aus den Medien bekannt sind, auf einmal in die Politik gehen? À la Schwarzenegger 2.0. Stimmt. Weil du halt schon die Follower mitbringst. Also, sie hat halt auch noch einen hohen Diversitätsgrad. Ist halt auch wichtig. Was hat sie denn jetzt überhaupt ausgesagt in dem Video? Sie hat sich ein bisschen beschwert, dass er nicht ganz zufrieden ist, wie das alles hier läuft. Alles ist nicht so gut. Die Grünen machen nicht so den tollen Job. Die FDP macht keinen so tollen Job. Es wird nicht genug geredet. Die meisten Leute sind vernünftig. Da musst du selber lachen, wenn du das sagst, oder? Ja. Und das größte Problem sind anscheinend nicht die Medien. Und sie war halt ein Teil der Medien. Natürlich sieht sie das nicht als Problem. Sie wird ja auch nicht an dem Ast, auf dem sie sitzt, sägen, ne? Ja. Deswegen, also hat mich jetzt auch diese ein, zwei kritischen Anblendungen zu den Grünen gewundert. Deswegen könnte es echt auf BSW rauslaufen. Genau. Wir sollten Wetten abschließen. Mal Umfrage machen. Also eine eigene Partei wird es nicht werden. Es gibt gerade zu viele neue Parteien. Ja, mach mal eine Umfrage. Es wird auf jeden Fall das linke Spektrum sein. Ich glaube auch, die Linken sind krass, aber BSW, Grüne oder SPD. Eigene Partei, echt eine ganz eigene Partei. Die MyLab-Partei. Die Science is Minds-Partei. Das ist, glauben doch viele SPD. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Wenn MyLab zu den Grünen geht, brauchen die ihre Studien gar nicht mehr zu kaufen. Da warst du letztes Mal auch nicht dabei. Wir haben am Samstag einen Stream vom ZDF geguckt, wo die Quelle war ZDF. So meinst du in der Art. Also die Dame war mir schon immer irgendwie unsympathisch und wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Und sehr abgehoben, extrem abgehoben. Das macht sie so unsympathisch. Daran wird sich nichts ändern. Nie, nie, nie. Ja. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse-Discord-Server vorbei. Und für Unterhaltung aus aktuellem Zeitgeist, Politik und diversen anderen Gesellschaftsthemen schaut doch gerne bei Schonungslos vorbei. Alle Links findet ihr in der Infobox.